Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Naruto Ultimate Ninja Storm 2. Im letzten Part haben wir den großartigen Kampf erlebt zwischen Jiraiya und Pain. Und leider Gottes ist unser Sensei dabei ums Leben gekommen. Die Szene war viel emotionaler, als ich sie damals in Erinnerung hatte. Und ich finde, die haben das in diesem Spiel wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Ich hatte ziemlich oft totale Gänsehaut und war auch etwas traurig, muss ich sagen. Gerade auch, als ich das Video danach nochmal geschnitten hatte, habe ich gemerkt, wie traurig das war. Jetzt aber so im Nachhinein, jetzt ist jetzt wieder ein bisschen Zeit vergangen und ja, ich finde es jetzt nicht mehr ganz so traurig. Natürlich ist es immer noch eine sehr traurige Geschichte, aber wir sind nun mittlerweile in Narutos Position wieder und er weiß ja von dem Ganzen noch gar nichts. Wir haben jetzt den Auftrag, zum Konoha-Wald zu gehen, weil er explizit nach uns gefragt wurde. Deswegen werden wir das auf jeden Fall jetzt erledigen. Ja, und mal sehen, ob wir das dann frühestmöglich noch erfahren werden, was denn jetzt tatsächlich vorgefallen ist. Tsunade, Shizune und so, die wissen das ja auch noch nicht. Leider, das wird auf jeden Fall ein schwieriger Schock auf jeden Fall für Naruto werden. Da kann man sich sicher sein. Also damals, wo das im Anime dann eintrat und Naruto das erfahren hatte, das war ja auch sehr emotional. Aber bevor es dann dazu kommt, müssen wir, wie gesagt, erstmal das Event sozusagen auslösen. Aber wir müssen natürlich auch gleichzeitig aufpassen, denn was die Leute hier in dem Dorf natürlich auch nicht wissen, ist, dass Pain bereits schon den Angriff auf Konoha plant. Und dem müssen wir dann entgegenwirken, sobald wir die Info erhalten haben. Und da haben wir die nette alte Dame. Hallo, hattest du mich extra für eine Mission angefordert? Aha, da bist du also, Naruto Uzumaki. Und was soll ich tun? Was immer es ist, ich werde damit fertig. Ich will, dass du dich dort mit einer ganz bestimmten Person triffst. Einer bestimmten Person? Ich kann hier keinen Namen nennen. Du musst einfach nur dahin gehen. Naja gut, wenn du meinst. Dann lege ich gleich mal los. Warte einen Augenblick. Wenn du dahin gehst, wirst du ein paar Ninja sehen, die nach diesem gewissen jemand suchen. Misch dich nicht ein, das könnte sonst böse ausgehen. Was? Willst du etwa Ärger machen? Haha, nein, diese ganz bestimmte Person möchte dich einfach nur ungestört treffen. Hä? Das wird ja immer verrückter. Aber was soll's? Ich soll also den Ninja im Wald aus dem Weg gehen, kapiert? Einer dieser Ninja steht allerdings auf meiner Seite. Deine Aufgabe ist, diesen einen zu finden und ihm die Parole zu sagen. Ehrlich, das soll doch wohl ein Scherz sein. Mein Verbündeter trägt für gewöhnlich eine dunkle Brille. Du solltest ihn schon von weitem erkennen können. Eine schwarze Brille. Aha. Wenn du mit ihm sprichst, fragt er dich nach der Parole. Antworte mit Früchte der Wüste, gesammelt im Wind eine Wüstenrose. Wüste, Wind, Wüstenrose, okay. Dann und nur dann führt er dich zu demjenigen, der dich treffen möchte. Ist irgendwas? Erzähl mir nicht, du hast so eine einfache Parole schon wieder vergessen. Im Leben nicht. Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin ein richtig großer Erinnerungskünstler. Wie auch immer. Ich erledige das alles und treffe die bestimmte Person, vor der du erzählt hast. Du wirst schon sehen. Gut, ja, so Sachen, die man sich merken muss, sind natürlich manchmal ein bisschen ätzend. Aber das sollten wir hinbekommen. Oh, und hier haben wir natürlich... Aha, das sind ja die Ninja, von denen die Frau gesprochen hatte. Mal sehen, die Frau hat gesagt, ein bestimmter Ninja würde mich nach der Parole fragen. Dann fange ich wohl lieber mal an, diesen Ninja zu suchen. Ja. Aber es ist ziemlich klar eigentlich, wen wir suchen müssen. Denn es gibt nur einen bei uns im Dorf, der so eine Brille trägt. Zumindest von denen, die man spielen kann.
So, hier haben wir Tontons Perle noch erhalten gerade eben. Hier sind die Kopien von Guy und Lee. Das lassen wir aber alles mal stecken. Also diese ganzen Leute hier könnten wir eigentlich getrost ignorieren. Wir müssen im Grunde nur Shino suchen. Genau, dann schauen wir jetzt mal, wo der denn steckt. Hier müsste er sein, ja. Obwohl, verdammt, ich war zu schnell, da war noch eine Schriftrolle, die nehme ich mir natürlich noch gerne mit. Aber wenn es schon auf dem Weg ist, dann klar. Und hier muss man natürlich aufpassen, weil diese drei hier, das sind nicht in dem Fall die Leute, die wir suchen müssen. Auch wenn man jetzt denken könnte, dass das Shino ist, die wir suchen. Ah, schaut mal da. Obwohl es doch nicht Shino ist, dann scheint es doch jemand anderes zu sein. Und der Pfeil, der zeigt auch nicht weiter in die Richtung. Also es ist doch diese Person. Oh hey, ich wette, dieser Typ ist der Ninja mit der dunklen Brille, von dem die alte Dame sprach. Da gibt es doch noch mehr mit so einer Brille. Aber ich bin jetzt fest von Shino ausgegangen. Naja, auch egal. Halt, keinen Schritt weiter. Nenn mir erst die Parole. Aha, die Parole, bitte sehr, bitte gleich. Also rück schon raus damit. Und dann gesamt im Wind, das weiß ich noch. Und zuletzt. Boah, Hilfe! Ich glaube, das war Wüstenblume. Was sagst du dazu? Das war nicht der Code. Verschlagener kleiner Bastard, das war's. Weiter kommst du nicht. Moment. Ey. Autsch, er hätte mich doch nicht mit voller Kraft angreifen müssen. Der Ninja hat dich angegriffen, deine Gesundheit ist leicht vermindert. Puh, ich muss die alte Frau wohl doch mal fragen, wie der Code lautet. Boah, das ist aber auch echt gemein, ey, was die da gemacht haben, ey. Ah. Und ich war mir sicher, ich habe das jetzt im Kopf behalten. Ich habe mir halt in dem Fall jetzt nur diese Schlüsselwörter gemerkt. Weil am Anfang heißt es ja Wüste, dann Wind und dann Wüstenrose oder Blume oder was auch immer. Ja, sowas finde ich ja immer wieder geil, ne? Wenn man sich sowas im Kopf behalten muss. Ist natürlich noch blöder in der Hinsicht. Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Alles halt wirklich anstrengend ist, sich das Ganze im Kopf zu behalten. Früchte der Wüste, gesammelt im Wind eine Wüstenrose. So, Früchte der Wüste, gesammelt im Wind eine Wüstenrose. Früchte der Wüste, Wüstenrose. Früchte der Wüste, Wüstenrose. Okay, das kriege ich jetzt auf jeden Fall hin. Ich will das jetzt nicht noch 10-mal sagen. Aber jetzt kriege ich das auf jeden Fall hin. Wäre natürlich lustig, wenn ich das jetzt wieder vergessen würde. Nein, wäre es eigentlich nicht. Aber jetzt kriegen wir es hin. Du bist schon wieder da. Er hält mich wirklich für sehr verdächtig. Ich sollte es wohl besser nicht, diesmal besser nicht falsch machen. Nimm die Parole lautet Früchte der Wüste. Das ist richtig. Und dann gesammelt im Wind. Und zuletzt Wüstenrose. Ah, das war korrekt. Alles klar, du bist also Naruto Uzumaki. Wir hatten es ja eigentlich im Grunde gerade richtig gehabt, nur ich habe Wüstenblume statt Wüstenrose genommen. Das war dann das Problem. Ja. Komm mit, da will dich jemand treffen. Er wartet da vorne. Wer könnte dieser jemand wohl sein? Hm, wer könnte mich wohl treffen wollen? Ganz schön lange her, Naruto. Es ist Gaara. G-G-Gaara, was warst du denn hier? Ich hab dich.
hierher berufen lassen, mit Hilfe der Dorfbewohner. Dorfbewohner? Ach, du meinst die alte Dame und diesen Ninja? Also was ist denn nun mit diesen Ninja, die da im Wald herumstreifen? Warum müssen wir uns vor denen verstecken? Das sind Suna-Ninja, die mich zurückholen sollen. Ich hatte das Dorf verlassen, ohne ihnen Bescheid zu sagen. Jetzt suchen sie natürlich nach mir. Aber warum machst du das überhaupt? Was soll dieses Theater? Wenn man Kasekage ist, hat man weniger Freiheiten, als du glaubst. Aber ich wollte mich nach all der langen Zeit einfach mal wieder mit dir unterhalten. Gara. Haha, was zum... Ist das schon alles? Und daher habe ich unheimlich trainiert, auch nachdem ich wieder ins Dorf zurückgekehrt war. Ich verstehe. Aber ich glaube echt, dass ich nach und nach immer stärker werde. Ich kann es langsam spüren. Und das? Weißt du, das macht mich glücklich. Viele Erfahrungen und Training, das wieder auf Training aufbaut. Das alles macht dich stärker. Das ist Naruto. Das ist der Naruto Uzumaki, den ich kenne. Was ist los? Denkst du über etwas nach? Naruto, wie wär's mit einem kleinen Sparringskampf mit mir? Hä? Habe ich mich da gerade verhört? Ich will aus erster Hand erleben, wie stark du wirklich geworden bist. Und ich habe seit der Schulenprüfung nicht mehr mit dir gekämpft. Damals waren wir Feinde. Diesmal will ich als Freund gegen dich antreten. Freund, es ist schon komisch, dich das sagen zu hören. Ha, aber ich wollte auch gegen dich kämpfen, nachdem du jetzt Kasekage geworden bist. Also dann, nur zu, ein Kampf gegen dich, da schlägt mein Herz vor Freude gleich doppelt so schnell. Ja, auf geht's, wenn wir es schon machen, dann aber auch richtig. Verstanden, ich werde mich ebenfalls nicht zurückhalten. Jetzt geht's los. Ja, dieser ganze Heckmeck nur, um gegen uns mal wieder zu kämpfen. Ja, Gaara ist schon echt ein seltsamer Typ. Und dass sein Herz vor Freude schlägt. So war er tatsächlich auch damals, im Classic noch, wo er wirklich böse war und uns nicht freundlich gesinnt war. Aber jetzt ist er auf der guten Seite. So, und wir müssen das Ninjutsu zweimal benutzen, um Bonusvorgaben zu erfüllen. Und Ulti mit einem Treffer. Das kriegen wir ja wohl hin. Aber im Normalfall wäre es auch so, dass wir bei diesem Kampf nie im Leben gegen Gaara eine Chance hätten. Ja, wobei, also bis dato auf jeden Fall nicht. Würde ich sagen. Später sind wir mindestens auf Augenhöhe. So, und wir müssen nur gucken, dass wir gleich die Ulti gegen Ende noch machen. So. So, und damit das Rasen-Shuriken. Und weg mit dir. Ja, der wird schon sehen. Und damit auch unsere Bonus-Items erhalten. Alles tutti. Puh, nicht schlecht. Deine Angriffe sind beeindruckend. Deine aber auch. Du bist stärker, als ich gedacht hätte. Haha. Es war schön, mal zu vergessen, dass ich der Kasekage bin und so gegen dich zu kämpfen. Ja, das Sparring mit dir hat mir heute noch nie so viel Spaß gemacht wie heute. Gaara! War klar. Temari und Kankuro, ihr habt diesen Ort also gefunden. Nicht schlecht.
Wir haben es von der alten Frau erfahren, die dir geholfen hat. Naja, du bist ja auch so ziemlich der Einzige, der so auffallend kämpft. Wir hatten aber keine Ahnung, dass du Naruto hier treffen würdest. Hallo. Ich wollte dich eigentlich viele Dinge fragen, aber vergiss es, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Du bist so plötzlich verschwunden und jetzt ist das ganze Dorf in Panik. Komm bitte schnell ins Dorf zurück. Du musst an Treffen teilnehmen und es wartet eine Menge Papierkram auf dich. Ja, ich weiß. Das war's dann wohl für heute, Gaara. Naruto, ich habe aus dem Sparring mit dir etwas gelernt. Hä? In deinen Fäusten liegen sehr viele Emotionen, Träume, Ambitionen und ein geborener Wille. Deine Stärke ist natürlich das Ergebnis deiner Anstrengung, aber du hast auch Glück mit deinen Lehrern gehabt. Lehrern? Ich bin froh, dass ich dich heute treffen konnte. Ja, ich auch. Danke. Hä? Wir sollten das mal wieder tun. Bis dann. Komm doch mal nach Sunagakure. Gaara würde sich sehr freuen. Glück mit meinen Lehrern. Darüber habe ich noch nie so richtig nachgedacht. Haha, wenn ich wieder im Dorf bin, werde ich dem perversen Eremiten eine Schüssel Nudeln kaufen. Ja, das würdest du wohl gern. Sah aus, als ging es ihm gut, das ist toll. Aber es ist schon hart, dass Gaara das jetzt so angesprochen hatte. Denn er ist gerade jetzt total auf Jiraiya getrimmt. Er denkt gerade nur daran, ihnen eine Freude zu machen, wenn er ins Dorf zurückkommt. Huch. Ach, der ging jetzt automatisch wieder zurück, Lul. War natürlich jetzt nicht so geplant. Natürlich ist die ältere Dame hier auch schon weg. Jetzt müssen wir aber wahrscheinlich bis zur Hokage-Villa laufen. Also das ist das Einzige, was ich so ein bisschen schade finde hier, dass man sich nicht mal teleportieren kann oder so. お前に用事があってな。用事って？とにかく、ホカゲの屋敷に行くぞ。ん？Das wird jetzt hart. Tja, wie wird Naruto wohl reagieren? Wie wird er wohl reagieren? Andererseits. Wobei, wisst ihr was? Tatsächlich habe ich mir gerade überlegt, den Part an dieser Stelle jetzt schon zu beenden, weil ich weiß, dass das, was jetzt folgen wird, ein bisschen länger gehen wird und sonst würde der Part ein bisschen zu lange dauern. Deswegen denke ich, es reicht dann für diesen Part. Im nächsten Part werden wir dann die traurige Nachricht leider erfahren mit Kakashi und den ganzen Leuten, die im Hokage-Raum sind.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn wir dann hier mit Tsunade und Co. die Erfahrung machen werden des Todes. Haut rein, Leute. Bis dann und tschüss.